Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Gabi, unserer lieben Kamerafrau. Hallihallo zusammen. Hallihallo. Das hast du dir schön bequem gemacht. Ja, diesmal. Hoffentlich stört sich nicht ab. Sieht man natürlich jetzt nicht als Zuschauer. Ist vielleicht aber auch besser zwei so. Zwei Blöcke aufgestellt und sich dorthin gesetzt. Ja, und heute wieder mal mit Boris vom Wildenburger Land, unserem allerliebsten Pudelpointer, der schon ganz gierig ist, wieder mal was vor der Kamera zu arbeiten. Und meiner Wenigkeit Ueli. Und heute, das erste Mal, ihr seid dabei bei der Premiere. Wir machen was ganz, ganz Besonderes, und zwar verweisen mit unseren Holzklötzen. Holzklötze oder so Verweiserklötze zum selber basteln. Überhaupt kein Problem. Ihr könnt da ein Holzstück zuschneiden, abkanten, ein Loch bohren und so ein Gläschen reintun. Dann habt ihr schon wunderbar einen Verweiserblock. Und was da alles möglich ist, das erzählen wir euch jetzt gleich in einer speziellen Übung, gell Boris? Oh, du darfst aber nicht so sabbern vor der Kamera. Genau. Also, wie gesagt, wir haben da ein paar Blöcke und wir haben alles Döschen mit nichts drin. Kein Löcher, kein Käse, kein Schweiß, keine Schnitthaare, kein Sprengstoff, keine Drogen oder was ihr auch immer dann verweisen lassen wollt vom Hund. Also sind das leer. Und das hier ist ein bestücktes, jetzt hier in unserem speziellen Fall, da hat es noch sogar Löcher, sind Käsebrocken drin als Belohnung. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Der Hund soll auch aus dieser Dose belohnt werden. Unten so ein Kosmetikwattenbeuschel mit Schweiß getränkt. So hat es immer die Kombination Schweiß und Belohnungs-, also Futterbrocken. Jetzt, wieso das Ganze? Der Geruch ist identisch mit Holz, Holz, Glas, Glas, Deckel, Deckel und mein Anfassen oder Goodies rausnehmen, dann hier wieder oder Restwitterung, bla bla bla, das ganze Zeugs. Und der Hund muss lernen, dass es immer nur um die Kombination Futterbrocken, also hier im speziellen Fall Käse und Schweiß geht. Alles andere hat keine Bedeutung. Das ist ganz ein wichtiger Faktor für dann später das Richtige zu verweisen. Wie, ob ihr jetzt später auf Trüffelsuche wollt oder beruflich irgendwo Sprengstoff, Drogen, Geld, Bettwanzen oder was auch immer suchen, anzeigen, also verweisen wollt, ist da eigentlich unglaublich egal. Und wir haben auch schon Filmchen gemacht, wie das Verweisen aufgebaut werden kann mit dem Döschen, mit Klick, bla bla bla, das ganze Zeugs, also mit Hinlegen, Nase drauf und so. Das können wir euch übrigens ganz gerne verlinken. Und hier übrigens noch ein kleiner Hinweis, wenn wir schon im theoretischen Teil gefangen sind. Was auch immer, ihr könnt bei uns auf die Playlist, zeigen wir euch auch wie, dann könnt ihr so fachspezifische Dinge besser finden. Wir haben dort schön aufgeräumt, von Apportieren über Nasenarbeit, über Leinenführigkeit, ich weiß nicht was alles noch, Bringseln, Boris mit Bringseln, genau. Und so könnt ihr das alles links liegen lassen, was euch nicht interessiert, und was euch interessiert, x-mal wieder gucken. Also, YouTube anklicken,
Dann auf Uli Bertschi. Dann kommt ein Balken, dort sind die neuesten Videos und eben in dem Balken heißt es Playlist. Das könnt ihr anklicken, dann findet ihr genau das, was ihr braucht oder eventuell was davon brauchen könnt. Genau, jetzt aber ein Goodie für den guten Zuhörer hier. Oh, das ist ein super Tag. Und natürlich ganz wichtig für uns, was uns riesig freut, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann verpasst ihr überhaupt kein Filmchen mehr. Noch wichtiger, die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Filmchen da ist. Und ein Daumen hoch, freut uns auch immer riesig. Also, jetzt geht's aber los. Ich zeige euch mal, wie das so eine Übung ausschauen kann. Ich lege da eine Straße, so eine Witterungsstraße wie eine Fährte an. So. Und tue jetzt das mit den Löchern hier auf Position 5, weil der Hund ja die Arbeit schon kennen sollte, nur halt mit diesen Blöcken nicht. Wenn er zu dieser Position kommt, dann soll er verweisen und wird natürlich fürs richtige Verweisen belohnt. Auf den Block. Hey! Auf den Block. Ja, hey! Ich weiß, du möchtest ja schon gehen, aber wir haben ja auch hier eine Startposition, gell? Ja, das ist ja jetzt sogar ein Jungsblock hier. So, so. Nein, 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 nein. Weiter, weiter. Boris. So. Ja, und ihr habt jetzt vermutet. Ja, super. Wow, ganz gut. Weil ich so Verweiserstraßen gemacht habe, wo überall, und das ist jetzt auch der Witz dabei, das ist die zweite Schiene, die wir in der Pferdenarbeit machen. In jedem Wundbett ist ein Döschen und das ist immer zu verweisen. Deshalb ist er hier auch abgelegen. Wow, super gewesen, bravo. So, komm zurück auf den Block. Da, auf den Block. Ach, komm. Ja, super. Und jetzt musste Boris ja zuerst lernen und deshalb habe ich ihm gesagt, nein, hat keine Bedeutung hier die anderen Gläschen, weil es Leergläschen sind. Auf der Fährte, in den Wundbetten übrigens, niemals, niemals. So, ich tausche jetzt da ein bisschen so Hölzchen, dass da nicht immer dasselbe am selben Ort ist. Wow, super. Niemals Leergläschen nehmen und auch niemals in den Leergläschen, die müssen immer leer bleiben. Da darf nie was drin sein und dann wieder nicht. Das wäre Verarscherei vom Hund. Also zwei Schienen fahren hier. Verweisen vom Richtigen, das hat mit Verweisen von Sprengstoff, Drogen, Bettwanzen, Trüffel, Morcheln oder sonst Pilzen oder was auch immer. Oder das Zosseln, sagen wir in der Schweiz. Boris. So, ja, genau, hat es begriffen. Ja, da war es vorher. Oh, du bist so schlau. Du bist so schlau. Hat das Vorteile, weil halt nur noch der Geruchsstoff kombiniert mit dem Goodie-Geruchsstoff, also der richtige Träger und das Goodie eine Bedeutung hat. Wow, super. Oh, du bist so schlau. Und die anderen nicht. Komm, Boris. Da. So, warte. So, und die Beute nehme ich übrigens immer mit. So, wechsle das. Und jetzt, dass es, oh, so, dass es nicht ein allzu langes Filmchen gibt, gehen wir schon auf die nächste Stufe. So. Und zwar ist dir das jetzt mit den Klötzen, und deshalb bin ich ja auch so stolz, ein Riesenvorteil.
Man kann die auf jeder Distanz, in jeder Formation aufstellen. Und es gibt immer eine weitere, nächstschwierige Herausforderung. Jetzt hat das plötzlich kein System mehr, sondern der Hund muss jetzt alle absuchen, dass er überhaupt noch Erfolg hat. Boris, so. Oh nein, der Boris ist so schlau. Und deshalb sind die Döschen auch hier so versenkt, weil wenn das passiert, was jetzt Boris machen wollte, das Döschen da sich greifen, dass er das nicht einfach so raushebeln kann. Oh, du bist so schlau. Sondern es steckt halt im Hölzchen drin, aber es muss ja so drin stecken, dass man es selber noch greifen kann, sonst hat man plötzlich ein Problem. Ja, genau. Hopp, hopp. Ja, du bist ja so schlau. Und jetzt kommen wir schon zu einer nächsten Disziplin. Das ist übrigens so etwas, was nie aufhört. Man kann so viele Dinge mit in der Wohnung, im Freien, wo auch immer, machen mit dem Hund. Und die sind plötzlich nudelfertig, weil sie sich dermaßen anstrengen müssen. Das ist enorm, also unglaublich enorm. Und jetzt, was ich staune, ist hier, ich bin da auch der Meinung, so zwischen 5 und 10 solche Hölzchen sollte man sich machen. Und wenn man nicht so eingerichtet ist oder ausgerüstet mit Bohrer, Fräser, Hobelmaschine, Fräse und oder das handwerkliche Geschick fehlt und so, dann könnt ihr das natürlich auch bei uns im Shop bestellen. Wir basteln sowas für euch ganz, ganz gerne zusammen. Wir versuchen das auch zu verlinken, so dass ihr das bestellen könnt. Die könnt ihr einzeln bestellen, immer so ein Gläschen mit dem Holzstück zusammen. Also, ohne Probleme selber machen, kein Problem. Die billigste Variante. Und die teuerste Variante bei uns bestellen. Oder vielleicht habt ihr einen Produzenten in China. Aber das hier ist natürlich made in Emmental. Genau. Von Uli hergestellt. Persönlich. Dann funktioniert es sowieso. Ja, und jetzt werdet ihr staunen. Ich bin ja auch ganz, ganz gespannt. Weil so eng aufgestellt muss plötzlich der Hund ein ganz anderes System entwickeln und das wiederum gibt einfach wirklich Dimensionen, wo bis jetzt mit anderen Dingen, mit anderen Geschichten nicht möglich waren. Boris, so. Oh ja, oh ja, du bist so schlau, du bist so schlau, du. Ja, genau. Wow, das war ja super, kleiner Boris. Du bist so schlau. Oh, aber blicke. So, das habe ich vorhin auch noch nicht so Wert darauf gelegt, aber müsste ich eigentlich auch zum Belohnen, soll er einfach liegen, sonst gibt es nicht. Also, dass er wie immer weiß, nur liegen gibt Belohnung. Und jetzt sind wir eigentlich mit der ersten Runde mit so einer super, super Verweisergeschichte schon am Ende. Hat riesen Spaß gemacht, wieder mal mit dir was zu machen vor der Kamera, lieber Boris. Ah, du bist natürlich auch das Wattenschwein. Oh. Ja, und du hast sicher auch riesen Spaß gehabt. So, ja, und jetzt wieder auf den Block. Warte. Und weil das so unglaublich anstrengend ist. So. Oh. Wo stellen wir denn das jetzt? So, in der Schnelle hin auf unsere wunderschöne neue Holzbeige. Die Gabi und ich hier gestapelt haben. Gell, Gabi? Mhm. Damit für den wir Winter einen wunderschönen Abschluss machen können mit Ball, weil das auch so schön ist, gell, Boris? Und
nach der Anstrengung natürlich auch eine coole Sache. Mit Spielen, Stressabbau, neutralisieren. Geile Sache, gell? Warte. Boris. So, also in dem Sinn wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß beim Basteln, ganz viel Spaß beim Umsetzen. Versucht solche Dinge, der Hund wird glücklich sein, der Hund wird glücklicher sein als bei einem monotonen Spaziergang. Das gefällt ihm, das braucht Grips, das entwickelt auch Grips und hat natürlich auch nicht nur mit Nasenleistung zu tun, sondern mit Führigkeit, mit Kooperativität oder wie man dem auch immer sagen möchte. Also in dem Sinn, viel Spaß, macht's gut, bleibt gesund und immer schön negativ. Tschüssi, ciao, ciao. Tschüss. Oh, du bist super dank. Oh, du bist super dank. Da bist super dank. So, das ist die Position, oder war die Position von unserer Kamerafrau. Ja. Und das ist Boris nach einer Übung, die ihn fix und fertig gemacht hat.